Da steht er, unser Zug nach Cenebre, den wir gleich bei diesem wunderschönen Abend hier nehmen werden. Vorher allerdings werden wir mal hier ein bisschen einkaufen gehen, weil es ist echt mal nötig. Was ist denn hier der richtige Laden? Ich glaube der hier. Dass wir uns wieder mit Potions und so weiter eindecken. Das Nötigste habe ich parat. Und da verkaufen wir natürlich erstmal. Und zwar, ja, müssen wir erstmal gucken, was wir hier so Schönes haben. Autozubehör. Ja. So, Wertgegenstände. Morbulauge. Einen hohen Verkaufswert. Ach, das haben wir wahrscheinlich von dem Morbul gestern erbeutet. Ja, das war auch ein sehr, sehr harter Kampf. Was haben wir denn hier? Messerscharfe Sichel. In Waffenläden. Wo können wir gleich noch hingehen? Also, weil das hier drüben ist ja praktisch ein Waffenladen, oder? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Waffenladen. Ein Abstecher in den Steinbruch, der will gut geplant sein. Auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, wir verkaufen erstmal. Und da können wir doch dieses Ding hier verkaufen. Ne, hat hier genau denselben Wert. Aber 5 Stück haben wir, das heißt 7500 Gil kriegen wir dadurch. Araunenblume auch schön verkaufen hier. Wir brauchen es ja nicht, ne? Es ist. Hier steht bloß, die Gegenstände haben einen hohen Verkaufswert und dann werden sie auch dafür da sein. So, und dann können wir auch gleich mal neue Waffen kaufen. Was hat er denn so Schönes? Also, Blutsauger. Diese Klinge wurde einst von Kämpfern geführt, die sich Dunkelritter nannten. Sie raubt dem Getroffenen einen Teil seiner Lebenskraft. Okay. Ist von den Werten her auf jeden Fall besser. Nehmen wir mit. Cool, endlich mal neue Waffen, wurde auch mal Zeit. So, Donnerkeil. 345 Angriffskraft, das ist auf jeden Fall viel, viel mehr. Ach nee, warte mal. Ja, ist auch so viel, viel mehr. Dieses Großschwert ist von der Macht des Blitzes erfüllt und somit besonders effektiv im Kampf gegen blitzempfindliche Gegner. Nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Boah, geil, endlich neue Waffen, da hauen wir die jetzt alle weg. Oho. So, Lanzen. Ja, Ignis benutzt ja dann eher... Was benutzt denn Ignis eigentlich? Ach, hier, die Dolche. So, Delta-Dolche. Diese tödlichen Dolche verursachen klaffende Wunden und senken so die Verteidigung des Ziels. Nehmen wir auch mit. Wir holen mal für jeden eine neue Waffe. So, und wir haben hier noch... Prompto. Flammenwerfer. Diese Schusswaffe ist von der Macht des Feuers erfüllt und somit besonders effektiv im Kampf gegen hitzeempfindliche Gegner. Ja, dann auf jeden Fall auch mitnehmen. So, jetzt haben wir richtig viel Geld ausgegeben, aber haben mega geile Ausrüstungsgegenstände. Das hier können wir erstmal lassen. Und das restliche Geld geben wir jetzt noch hier aus für Tränke und so weiter. Und dann sind wir für die Reise, denke ich, gut gewappnet. Können wir nochmal hier bei Wertgegenständen mal gucken, was wir noch verkaufen können. Tauti-Kralle. Können wir hier gleich 15 verkaufen? Ne, können wir nicht. So, hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Bin echt mal gespannt, was uns in Tenebrae erwartet. So, und jetzt kaufen. Also, wir haben hier einmal einen Heiltrank, einen Supertrank, Elixier. Was gibt es denn hier noch so? Okay. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit super Tränke. Und zwar viele. 25 sind auf jeden Fall drin. So, Phönixfedern ist auch klar. Wir nehmen nochmal 5 Stück mit. So, und ansonsten können wir auch noch... Allheilmittel haben wir noch. Ich überlege gerade, ob wir ein... super Elixier noch mitnehmen sollen. Na gut, können wir. Dafür können wir das restliche Geld ausgeben. 7 Stück. So, jetzt sind wir auf jeden Fall super ausgerüstet für unsere Reise. Und dann gehen wir hier zum Schaffner oder so. Und möchten Sie weiterreisen? Fahren weiter. Wir möchten sowas von weiterreisen. Nach der Abfahrt kannst du nicht mehr zurückkehren. Bist du bereit für die Fahrt nach Cenebre? Natürlich. Ja. Danke. Bitte nehmen Sie drinnen Platz. Ich gebe dem Zugführer Bescheid.
Natürlich. Sag, wenn dir unwohl ist. Ja, keine Geheimnisse. Oh, der Zug. Versprochen? Ja, versprochen. Vorsichtig, Ignis. Was soll die Besorgnis? Ohne ihn bin ich verloren. Oh, ehrlich? Oh nein, nicht der schon wieder. Ey, der hat gerade das Chocobo-Lied gesummt. Er fährt also ebenfalls mit uns. Naja. Wird uns wahrscheinlich weiter auf die Nerven gehen. Aber gut, schauen wir erstmal. Schwarzer Bildschirm. Ah, Kapitel beendet. So, einiges an EP nochmal bekommen. Jo, sehr gut. Achso, ich muss die Waffen natürlich auch noch ausrüsten, ich Idiot. Machen wir dann nachher. Alter, wow. Jo, das war der Morbul. Grundgütiger, der ist echt, also, huiuiui. Okay. Kapitel 11. Falsches Spiel. Ignis Entschlossenheit ist es zu verdanken, dass sich die Spannungen in der Gruppe wieder lösen. Mit neuer Kraft und neuem Mut steigen die vier Freunde zurück in den Zug und machen sich auf den Weg nach Tenebrae, in die Heimat von Luna Freya. Ich lese immer viel zu schnell vor. Ich hätte eigentlich noch Zeit gehabt. Naja, man kann da nie wissen. Manchmal ist der Ladebildschirm mal schneller vorbei, als einem lieb ist. Irgendwie entspannend. Ja. Fährst du ab Gralia den Regalia? Wenn ihr mich lasst. Wir hätten den Regalia zurücklassen müssen, wenn Camelia uns nicht geholfen hätte. Aber sie ist eine knallharte Geschäftsfrau. Ja, ein Jammer mit den Funkgeräten. Beim Kampf gegen Leviathan, als das Imperium den Rückzug antrat, fiel mir ein Luftschiff auf. Das des Kanzlers. Kurz nachdem meine Augen verletzt wurden, konnte ich gerade noch erkennen, wie es zum Altar flog. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Kurz darauf verlor ich das Bewusstsein. Ich bin nur froh, dass du noch lebst. Ist da jemand gekommen? Ja. Gladio ist zurück. Wo war er überhaupt? Auf Informationssuche. Ich hatte etwas aufgeschnappt. Sir, Auftrag erledigt. Ein Glück. Worum geht es denn? Um die längeren Nächte. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass sie immer länger werden? Bereits in Lucis hatte ich davon gehört. Aber in den letzten Tagen ist es mir auch selbstbewusst geworden. Ach so. Wenn das so weitergeht, dann ist es bald... Für immer Nacht. Ich fürchte, das wäre keine Übertreibung. 3 der 6 Götter sind vernichtet worden. Kein Wunder, dass sich das auf die Sterne und die Welt auswirkt. Ja, längere Nächte bedeuten mehr sicher. Das spüren wir alle am eigenen Leib. Ich habe vorhin gehört, wie sich einige Fahrgäste darüber unterhalten haben. Und darum... Darum hat er mich losgeschickt, um mich umzuhören. Ich verstehe. Gehen wir, Ignis. Sie warten uns schon. In Ordnung. Bis später, Noct. Ja. Aber sind die Götter denn wirklich tot? Weil eigentlich... Hä? Eigentlich haben wir doch bloß ihren Segen aufgenommen. Ist das nicht abgefahren? Diese Landschaft! Ja. Das ist echt ziemlich verrückt. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist hier los? WTF? Wirklich umwerfend, oder nicht? Ich frage mich, ob das Schneewolken sind. Irgendwie unheimlich. Ist das nicht unglaublich? Irgendwie total unwirklich, meinst du nicht? Beinahe wie gemalt.
Was zum Teufel? Was zum Teufel machst du hier? Was soll das? Beruhig dich. Du machst mir richtig Angst. Halt's Maul! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? Hast du nach Freya umgebracht? Hoppala! Ja, was konnten wir jetzt hier gerade machen? Still dich, du Dreckskerl! Sag mal, Nockt? Dieser Bastard! Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Bleib hier, du Idiot! Lass das! Du belästigst die anderen Fahrgäste! Du hattest jetzt genug Spaß! Ich meine es todernst! Ich dachte, wir sind Freunde. Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du entkommst mir! Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Tu nicht so scheinheilig! Diesmal redest du dich nicht raus! Wie jetzt rausreden? Du machst mir ja richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! Euchello oder so? Ursprünglich ein Wüstengebiet ist diese Region nach dem Tod der Eisgöttin Shiva teilweise von Eis- und Schneemassen bedeckt worden. Sie beherbergt Garnisonen und Waffenfabriken des Niflheimer Imperiums. Kein Ort, an dem man sich länger als nötig aufhalten sollte. Die Eisgöttin Shiva. Okay. So, mit den drei Göttern, die gestorben sind, meinten die gar nicht die, die wir aufgenommen haben, sondern die anderen, weil hier steht gerade, sie ist gestorben. Alles in Ordnung? Arden, er ist hier. Wie? Arden? Hm. Und er es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Okay. Arden verfolgen. Na warte. Ist ja kein Wunder, dass wir hier rein zufällig an einem Ort halten, wo... Ui. Was war das? Eine Explosion? Die anderen Fahrgäste sind in Gefahr. Nacht! Wo das Niflheimer Imperium seine... Niederlassungen hat. Elite-Marodeur. Achso, warte, stopp. Ausrüstung. Wir können jetzt nur Noctu und Promptus ausrüsten, ist auch klar, aber... So, hier, Blutsauger. Und Prompto kriegt hier von uns den Flammenwerfer. Bucht ihr vielleicht noch uns? Na komm schon! Komm, wir müssen im hinteren Teil nachsehen. Der Zug fährt immer noch nicht weiter. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Ignis. Okay, gehen wir ans Zugende. Jemandem was passiert ist? Boah, Alter. Ich schieße die Scheibe durch, ey. Was geht da draußen eigentlich ab? Oh. Die MI. Sie zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Ja, kämpfen wir draußen. Imperiale MI stürzen sich auf den Zug. Vernichte sie, bevor sie ihm zu nahe kommen und ihn durch Selbstzerstörung zu sehr beschädigen. Okay. Es gibt ja gar kein Ende. Wieder einer aufgestanden. Echt voll geil, wir heilen uns mit jedem Schlag. Na komm her, du.
Wir haben gar keine Chance, die Gegner mit unserer neuen Waffe jetzt. Schaffen wir das? Natürlich schaffen wir das. Die besiegten MI stehen wieder auf. Ja, ich sehe es. Aber immerhin greifen sie jetzt nicht den Zug an, sondern uns. Ja. Es werden immer mehr. Das nimmt kein Ende. So, wir sollten mal kurz unsere MP sparen. Und ja, die Heilung ist auch durchaus spürbar. Schon mal sehr gut. Oh, ja, ja, ja. Lass mich in Ruhe, du. Dreckskerl. Elite-Assassine. Oh, scheiße. Na! Aber die Königswaffen sind echt so geil, ne? Prompto kann gerade nicht seine Fähigkeit einsetzen, irgendwie. Ja, schön, dass der Zug noch weiterfahren kann in dem Zustand, aber ich will mich nicht beschweren. Verschwindet, ey. Man fährt der Zug endlich weiter. Die Detonatoren sind die schlimmsten, weil die natürlich dann explodieren. Ach du Schande. Ein imperialer Panzer will das Feuer auf den Zug eröffnen. Warp dich zum Panzer und zerstöre ihn, bevor der Zug zu sehr beschädigt wird. Hä? Gott, ey. Sieh nur, die Luftschiffe folgen uns. Anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Dann müssen wir sie vernichten. Wie denn? Schieß. Oh, geht klar. Können wir uns da irgendwie hochwarpen? Imperiale Luftschiffe haben das Feuer auf den Zug eröffnet. Warp dich zu ihnen und zerstöre sie der Reihe nach, bevor der Zug zu sehr beschädigt wird. Zerstöre ich die jetzt? Ein Hinworfen schön und gut, aber. Die können sich alle in die Luft jagen. Das Schöne, die vier Luftschiffe konnte ich nicht mehr lesen, weil. Oh. Gott, ey. Octis. Oh. Okay, das war schon mal ein Schiff, jetzt das nächste. Und jetzt. Boah, Alter. Okay. Und das nächste. Weiter geht's. Und schnell wegwarpen. Und das nächste. Hallo, Noctis. Nimm mich in einer äußerst ungünstigen Position. Geschafft. Komm, zurück. Zum Zug zurück. Oh. Alter.
Kapitel beendet, das ging ja schnell. Was ist mit Prompto jetzt passiert? Kapitel 12, eine Welt am Abgrund. Als die Zeit im Zug stillsteht, tauscht Aden seine Erscheinung mit Promptos und bringt schließlich durch seine Täuschungen Noctis dazu, seinen besten Freund zu verletzen. Doch was auch passiert, ein König muss seine Pflicht erfüllen. Alter, was zum Teufel geht denn ab hier gerade? Doppelter Ladevorgang kann ja nicht schaden, ne? Doppelt hält besser. Oder so ähnlich. Verdammt! Was ist? Ignis! Könnt ihr den Zug anhalten? Prompto ist runtergefallen. Wegen Aden. Nee, mir. Weiß nicht wo. War bewusstlos. Verstanden, Noct. Aber beruhige dich erstmal. Anhalten wäre zu gefährlich. Noch sind wir nicht sicher. Und wir haben Zivilisten an Bord. Aber... Tenebrae ist nicht mehr weit. Dort können wir den Zug evakuieren. Und Prompto? Um den kümmern wir uns danach. Hoffen wir, dass Aden ihn nicht erwischt hat. Wenn wir Glück haben, meldet er sich vielleicht. Hab bitte etwas Geduld. Kannst du zu uns kommen? Gladio ist auch hier. Klar. Geht's euch gut? Ja. Okay, dann. Muss jetzt Schluss machen. Habe Gesellschaft. Oh, du Scheiße. Nicht auch das noch. Ja, sicher haben wir ja auch noch. Also ist das Chaos perfekt. Was sind das für Viecher? Zum Teufel. Ey, ey, ey. Flieg doch vom Zug, ey. Gargoyle. Das Positive ist, wir heilen uns mit jedem Schlag. Verdammt, ey. Wie lang ist dieser Dreckstunnel? Oh, da hinten sind welche. Wir haben jetzt auch wieder einen schnelleren Warp-Angriff. Durch diese neue Waffe. Alter, warum hängen hier Siecher überall in dem Tunnel? Oh nein, das ist schon wieder so ein Vieh. Na, komm schon. Oh, verdammt. Wo sind die nächsten? Ach, wir sollen uns zur Lok vorkämpfen. Okay, das ist erstmal die Aufgabenstellung auch lesen. Okay, dann voran da. Na komm, ey. So eine kleine Mini-Kobold oder sowas. Einfach voran. Oh nein, dieser dreckige Gargoyle schon wieder. Das ist wirklich so ein richtiger Drecksgegner. Der hört auch einfach nicht auf anzugreifen. Der haut drauf, das gibt's keinen Morgen mehr. Zur Hölle. Schande. Leviathan.
Aufgabe abgeschlossen. Keine Zeit für Reue. Schön, dass ihr vorbeischaut. Aranea. Habt ihr hier gewütet? Seht besser selbst. Kommt, ich bringe euch bis zum Palast. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Wo sie einst lebte. Was ist eigentlich mit deinen Augen? Ein bedauerlicher Unfall. Erblindet? Ja. So gut wie. War wohl ein harter Kampf, was? Tut mir leid. Oh, diese verdammten Nissen. Wo tut es denn weh? Überall. Vielleicht ist ja ein Arzt in der Nähe. Verdammt. Wir haben gerade einen Zug vor, der uns alle nach Altissia bringen kann. Kein Glück. Ich dachte, gut, dann würde ich sagen, ach du Schande. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Final Fantasy XV wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.